deswegen, was wir jetzt gemeinsam machen werden, ist, alle unsere Elemente jetzt aktivieren. Und wir beginnen jetzt gemeinsam mit unserer gelben Kerze. Wenn du keine gelbe Kerze hast, du kannst gerne auch eine weiße nutzen. Die weiße dient für alle Farben. Und in diesem Fall, wir haben natürlich unsere gelbe Kerze. Ich habe die kurz gezündet schon, damit ich euch dieses Bild weitergeben kann. Aber diese Kerze, stell dir vor, ich habe die gerade eben gekauft und jetzt möchte ich beginnen mit meinem Ritual für Beltane. Erstmal, wenn wir uns Gedanken machen. Beltane, haben wir gesagt, es ist das Fest des Lichtes, in den weiblich und männlich eins würde. Und dieses Fest würde durch deine Ahnen gefeiert, weil die Geburt des Lichtes entstanden ist. Ja, ab diesem Moment mit der Unterstützung von unserem Pink Mond. So würde damals, da gab es keine gregorianische Kalender, sondern unser Kalender, weil ich glaube, ich habe auch mit euch in der Zeit hier gelebt, sonst wäre ich nicht hier. In der Zeit, wir haben uns gerichtet an das Licht der Sonne, an das Licht und die Dunkelheit unserer Mondin. Und wir haben gesehen, dass wenn der Mond voll würde, dann hat symbolisiert für uns diesen Verlauf von den 28 Tagen, der für uns würde bedeutet ein Monat. Und dadurch hat auch uns gezeigt, dass die Tage beginnen länger zu werden. Und dadurch ist das besonders Beltane würde verbunden mit der Fruchtbarkeit der Erde. Weil du siehst auch, alle Vögel beginnen zu nisten, die kleinen Blümchen beginnen jetzt sich zu zeigen. Und das ist das Fest der Liebe. Deswegen sind wir hier. Weil wir haben so viel mit Angst zu tun. Aber das wollen wir nicht. Wenn wir uns trotzdem verbinden, egal wo ihr seid, egal wo ich bin, wenn wir uns verbinden und die gleiche Absicht folgen, wir Männer und Frauen, können wir was Großartiges in diese Gitternetz der Bewusstsein und des Universums angeben, weil nur durch die Energie der Liebe doggen wir uns ein in der Gitternetz der Kosmos, des Universums und der bekannten Matrix. Und wie machen wir denn das? Das Feuer. Der Element Feuer symbolisiert in Beltane eine besondere Bedeutung. Es ist ganz wichtig, ich werde mich ein bisschen besser hinsetzen, in dieser Hinsicht, warum habe ich gelb gewählt? Weil gelb in diesem Fall symbolisiert die Kraft der Sonne. Der Sonne und das Feuer sind beide männliche Elemente, die uns aber dazu bringen, uns mit diesem feurigen Lichtelement zu verbinden. Und jetzt beginnen wir mit diesem wichtigen Element. Achtung, damals wurden keine Kerze benutzt. Es wird ein Lagerfeuer gemacht. Und wenn du ein Lagerfeuer hast und die Möglichkeit hast, die heute zu brennen, dann tu es, bitte. Und danach sprechen wir darüber, was machen wir in Beltane mit diesem besonderen Element. Erstmal, ich bitte dich darum, dass du deine Kerze vor dir bringst. Wenn du die schon da hast, dann bitte ich dich drum, nimm deine männliche Hand, rechte Hand,
mit deiner weiblichen Hand, linke Hand. Bringe beide zusammen vor dir in deinen Herzenshöhe und reibe sie. Reibe sie, schließe deine Augen, fokussiere dich und konzentriere dich auf was ganz Wunderschönes, dein Herz, die Liebe und wer du bist. Wir halten innen, halte deine beiden Hände vor dir, schließe bitte deine Augen. Atme von deinem Herz ein, atme von deinem Herzen aus. Atme erneut, bitte tief ein, halte inne und atme aus. Lasse deinen Alltag einfach los. Atme tief in dein Herz ein. Halte inne und atme deinen Alltag und deine Gedanken und Sorgen los. Und noch ein drittes Mal, weil alle guten Dinge sind immer drei. Und atme bitte nochmal von deinem Herzen ein tief. Halte inne, verbinde dich mit der Liebe des Universums und atme bitte entspannt und langsam aus. Atme langsam tief ein und aus. Und jetzt beobachte mit dem Augen deines Herzens deine beiden Hände. Atme von deinem Herzen ein, die Liebe des Universums, die Liebe, die überall existiert und die durch dich, durch uns möglich ist, in diese wundervolle Abend aktiviert zu werden. Und atme von deinen Händen aus. Stell dir vor, dass du von deinen Händen die Liebe des Universums hinausatmen darfst. Atme erneut bitte ein in dein Herz hinein. Und atme von deinen Händen aus. Auf deine Art und Weise ist richtig. Und erneut tief ein und von deinen Händen aus. Öffne bitte deine Augen und schau die Welt mit den Augen deines Herzens. Erinnere dich, wir sind spirituelle Wesen, die gekommen sind, eine menschliche Erfahrung zu erleben. Wir waren immer spirituell und hier ist unsere wahre Herkunft. Aber jetzt sind wir geboren durch Mutter Erde. Mutter Erde braucht uns. Braucht diese liebende Kraft und Energie, damit die Liebe des Universums hier durch uns leben darf. Und deshalb hier sind so wichtig die vier Elemente, weil die vier Elemente sind physische Elemente, die wir sehen dürfen. Aber das fünfte Element ist unsichtbar und ist das mächtigste Element, die es gibt im Universum. Und dieses fünfte Element ist Äther, die durch die Kraft der Liebe
aktiviert wird. Äther, Liebe sind dasselbe und die sind die Verbindung von dem Kosmos zu diesem Planet Erde. Es ist wie ein Faden, die verbindet die Planet Erde mit dem Kosmos. Und das findet statt nur durch die Liebe. Und jetzt mit dieser Liebe, die wir hier haben, halten wir unsere wunderschöne Kerze zwischen unseren Händen. Und jetzt atme von deinem Herzen ein, Liebe des Kosmos, und atme von deinen Händen aus. Und beobachte mit deinem inneren Auge, wie diese Liebe von deinen Händen in diese Kerze hineinfließt. Ja, die Liebe des Universums möge zum Wohle aller Beteiligten in diese wundervolle Kerze hineinfließen. Und dass die Liebe der männlichen Sonne hier auch herkommen darf. Und wenn du zutiefst verbunden bist mit deiner Kerze, dann setzt du deine Kerze auf deinen Altar oder wo die anderen Elemente sind, weil wir werden sie Stück für Stück aktivieren.